Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video bei mir auf dem Kanal. Wir sind heute mal wieder im Clever Fit am Start und werden für euch heute ein kleines Video drehen, und zwar wie ihr es schafft, ja, die Brustmuskulatur richtig zu spüren. Wir gehen auf drei essentielle Fehler ein und vor allem auch, wie ihr diese Fehler wieder ausradieren könnt. Dementsprechend lasst uns jetzt mal ins Training starten. Aber bevor es ab ins Training gibt es erstmal einen kleinen Pump Booster, Aerocraft Pump Booster. Zusammen mit zwei Fokuskapseln, schon hier vorgemixt, damit hier auch nichts mehr schief gehen kann. Aber Long Time No See, oh, der war gut. Ja, mit dem Code KWK spart ihr 10% auf die meiner Meinung nach besten Supplements auf dem Markt. Jetzt geht's ab in die Einheit. Ich freue mich auf jeden Fall und bleibt dran, wenn ihr so richtig dicke Brüste haben wollt. Beginnen wir direkt mit dem ersten großen Fehler, den die ersten Leute machen, und zwar geht es hier um das Bankdrücken. Ja? Wenn du wirklich Probleme hast, dabei deine Brust gut zu spüren und eine gute Brust aufzubauen und immer noch Bankdrücken als erste Übung machst, dann hast du ein Problem. Warum? Bankdrücken bedarf wirklich eine gute Technik. Das bedeutet einerseits, ein hohes Maß an Stabilisation ist notwendig, dann eine gute inter- und intramuskuläre Koordination und natürlich auch ein gewisses Wissen über die anatomische Funktion erstmal. Haben die meisten Leute nicht. Und dementsprechend ist Bankdrücken einfach eine sehr komplexe Übung, ja, die für viele Leute wirklich problematisch sein kann. Auf jeden Fall solltet ihr, wenn ihr Bankdrücken ausführt, überlegen erstmal, ob es wirklich sinnvoll ist, das als erste Übung zu platzieren. Denn es ist so, die erste Übung in eurem Training bekommt den höchsten Fokus ab. Zwar macht es Sinn, über die mechanische Last beim Bankdrücken zu gehen, also viel Gewicht zu bewegen, klar. Aber es kann auf jeden Fall viel mehr Sinn machen im Kontext dessen, dass man eine gute Brust aufbauen möchte, wenn man sich eine Übung raussucht, bei der man erstmal ein sehr gutes Gespür in die Zielmuskulatur bekommt. Und das sind meistens Übungen, die mehr die verkürzte Position, also die Kontraktion, überladen bzw. stärker betonen. Was man da machen kann, das zeige ich euch jetzt. Was sich viel besser eignen würde, wäre eine Übung, die auf jeden Fall eine höhere oder ein höheres Maß an Stabilität erstmal gewährleistet. Und zum anderen ist es so, dass es eine Übung ist, die die Verkürzung, wie gesagt, etwas stärker betont. Wenn wir jetzt uns nochmal darauf konzentrieren, was auch wirklich so oftmals das Problem ist. Das Problem ist oftmals halt eben nicht wirklich, ja, die Drückbewegung, sondern wie man wirklich in bestimmte Teile der Zielmuskulatur reinarbeitet. Und da eignen sich einfach Fly-Bewegungen meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Insbesondere, wenn hier das Gespür fehlt. Was habe ich mir ausgesucht? Eine Fly-Variante am Kabel, und zwar low to high. Ja? Also von unten nach oben. Warum von unten nach oben? Weil die meisten Personen auch zusätzlich eine Schwäche in der oberen Brustmuskulatur haben. Die oberen Brustmuskelfasern sind meistens schwächer ausgeprägt. Dementsprechend eignet sich hier so eine Variante definitiv sehr gut. Was wir jetzt machen können, wir können die Fly-Variante unilateral ausführen. Ja? So, fordert natürlich wieder ein höheres Maß an Stabilität. Oder wir führen das Ganze bilateral mit zwei Seilen durch, mit zwei Kabelzügen. Und das würde jetzt dann letztlich ungefähr so aussehen. Allerdings, ja, muss man jetzt hier wieder sagen, bei so einem engen Kabelzug kann es wieder sein, dass je nachdem, wie weit du nach vorne gehst, eine relativ hohe Last auch schon wieder in der Dehnung hast. Was sich jetzt gut eignen würde, ist, wenn wir die Übung ein bisschen manipulieren. Und zwar können wir beispielsweise hier diese Bank heranziehen, die durch Zufall jetzt hier steht und ich nicht vorher schon ausgespäht habe. Können uns die Bank nehmen, platzieren, den Kabelzug wieder greifen, ja, hier rausgehen und dann diesen Winkel etwas verändern. Ja. Vor allem ist der Vorteil, dass wir hier eine gute Stabilisation haben. Ja. Das bedeutet, ich kann mich hier einfach ganz entspannt in dieses Bank-Setup reinbegeben und von unten nach oben extrem kontrolliert reinarbeiten. Ja. Und der Vorteil hier ist, ihr werdet die Brustmuskulatur ganz anders spüren, wenn ihr einfach noch einen Fixpunkt habt und euch mit einer Seite festhalten könnt. Und das geht einfach extrem gut auf die Brust. Ihr werdet es direkt spüren. Und im Nachgang kann man immer noch eine Übung wie beispielsweise Bankdrücken implementieren. Ja. Aber da gibt es bessere Alternativen als zweite Übung, und die zeige ich euch jetzt. Die bessere Alternative als eine Bankdrückvariante jetzt als zweite Übung, immer in Bezug dessen, dass man halt Probleme hat, mit Bankdrücken eine gute Brustmuskulatur aufzubauen oder seine Brustmuskulatur zu spüren, wäre hier in diesem Fall eine Smith Machine Press. Ja.
ich weiß gar nicht, wie nennt man die auf Deutsch? Multipresse. Multipresse. Eine Multipresse. Mit dieser Multipresse könnt ihr natürlich auch arbeiten, um die Brustmuskulatur zu trainieren. Und vor allem habt ihr hier den Vorteil, dass sie deutlich stabiler ist als das Bankdrücken. Es ist weniger Koordination notwendig. Ihr könnt euch mehr darauf konzentrieren, den Oberarm gezielt zur Körpermitte zu führen und dadurch die Brust halt eben besser zu involvieren. Ja? Wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt. Da wir natürlich immer noch davon sprechen, auch die obere Brustmuskulatur etwas mehr an den Vordergrund zu rücken, weil die in der Regel die Schwachstelle ist, würde ich euch auch empfehlen, die Bank nicht 100% gerade zu stellen, sondern mit einem leichten Winkel hier zu arbeiten. Die erste Variante, die ich euch gezeigt habe, die war sehr, sehr steil gewesen. Ja? Dementsprechend habt ihr da erstmal natürlich besonders die ganz oberen, die, egal, ich nenne den Namen jetzt nicht, die subklavikularen Brustmuskelfasern. Ja, und hier habt ihr halt eben nochmal die Möglichkeit, immer ein Stückchen weiter nach unten zu wandern. Ja? Und hier mit dieser 30 Grad Schräglage, ja, funktioniert so noch nicht, mit dieser 30 Grad Schräglage könnt ihr eben sehr, sehr gut arbeiten und euch wirklich auch maximal auf die Brustmuskulatur hier konzentrieren. Also den weiteren Vorteil, den ihr hier beim Bankdrücken an der Multipresse habt, an dem Schrägbankdrücken kann man schon sagen, in dem Neigungswinkel, den wir hier eingestellt haben, ist, dass ihr euch wirklich maximal auf die Bewegung über die Brustmuskulatur konzentrieren könnt, indem ihr die Oberarme fest zur Körpermitte drückt und vor allem hier auch stabiler seid. Das bedeutet, ihr habt halt eben nicht mehr diesen mehrdimensionalen Effekt, den ihr irgendwo stabilisieren müsst, sondern ihr könnt euch hier gezielt in eine Bewegungsrichtung bewegen und das ist schon sehr, sehr dienlich. Zudem haben manche Multipressen, wie beispielsweise hier diese, auch eine zusätzliche Schräge, ja, und dadurch kommt ihr automatisch auch von der Ellbogenbewegung mehr in eine Position, die dienlich ist, um die Brust zu trainieren. Das bedeutet, hier könnt ihr die Ellbogen gezielt leicht nach vorne unten schieben, unter die Stange und von dort an die Bewegung wieder nach hinten oben bewegen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative, die in letzter Zeit meiner Meinung nach ein bisschen vergessen gegangen ist. Aber auch das definitiv eine gute Übung. Ab geht's zur Übung Nummer 3. Und um jetzt nochmal die horizontalen und auch die unteren Brustmuskelfasern ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, nachdem wir jetzt einen stärkeren Fokus auf die oberen Brustmuskelfasern gesetzt haben, bietet sich hier nochmal eine geführte Maschine an, die einfach erlaubt, ja, die Oberarme leicht nach vorne unten zu drücken, sodass wir diese Muskelpartien, Muskelfasern in Faserrichtung halt eben auch sehr gut treffen. Wichtig dazu zu sagen ist, dass die Hauptfunktion der Brust immer von allen Muskelfasern ist. Oberarme zum Körper führen. Das heißt, ihr könnt schwer, ja, bis gar nicht, einen Teil von Brustmuskelfasern isoliert trainieren. Es werden immer alle Brustmuskelfasern beansprucht, aber man kann durch diesen Winkel, in dem man drückt, entweder nach oben, nach vorne oder nach unten, die einzelnen Brustmuskelfaseranteile etwas mehr in den Vordergrund rücken oder eben nicht. Das vielleicht noch dazu gesagt und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen, euch haben die Tipps geholfen. Wenn euch die Tipps geholfen haben, ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt. Ja. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke für die Benachrichtigung zu aktivieren und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, ciao, ciao.